So, Leute, jetzt kommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir müssen einen Weg finden, um in den Palazzo du Chalet. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Und das machen wir jetzt. Natürlich. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Ja, das ist scheiße. Und ich habe voll vercheckt, loszugehen. Ich dachte mir, der andere geht los, aber... Das ist mir schon wieder fast bei Leonardo da Vinci passiert, eine Mission, wo wir mit unserer Mutter das Gemälde abholen sollten, als unser Vater noch lebte. Naja. Müssen wir jetzt zurück in den Palazzo? Verbündeter Tod? What the? Hä? Wie ist der denn bitte verreckt? Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Ah, hier geht's hin. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Muss ich irgendwie da hochkommen? Ja, hier will ich mal hochkommen. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Okay, also ich meine jetzt eigentlich zum Erkunden. Ich wollte mir von oben eine Übersicht verschaffen, aber als Eingang war das mir schon klar, dass es nicht Sinn ergibt. Also ich glaube, die Hintertür ist eine gute Idee, je nachdem, wie es von hinten aussieht. Vom Kirchturm mit einem Seil hinabseilen, das wäre voll cool. So Enterhaken-Style, aber ich glaube, das geht nicht. Weh, du stirbst wegen irgendeiner Scheiße, ja? Hier Schätze, da sind Schätze. Mann, was der für Geräusche macht, wenn er springt. So irgendwelche Anfälle, Leute. So, was hältst du hiervon? Hä? Wo ist denn das Ziel? Wahrscheinlich oben drauf. Oder? Ich gehe davon aus, ich hoffe es jedenfalls. Ansonsten haben wir einen Synchro-Point. Hey, das ist doch keine Leiter. Cool. Oh, was der Typ da rumstöhnt, wenn er hier hochklettert. Gott, als ob er irgendwelche komische Anfälle hätte. Okay, warten wir einfach mal, bis hier oben ist. Inzwischen synchronisiere ich. Wunderbar.
Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Hat er recht. Ich gucke mir das mal genauer an. Das ist schon doof. Wie, kommen wir jetzt zu Fuß oder was? Och, Kollege. Na gut, kommst du mit? Hinten ist wieder ein Schatz gewesen, aber ist mir egal. Hast du eine Truhe? Nein, du sollst... Ach egal, dann gehen wir mit zu Fuß. Ah, er ist also doch noch hinter uns. Wir müssen auf die andere Flussseite. Und da ist eine Brücke. Wirklich? Cool. Dann hol ich mir wieder ein bisschen Medizin. Und so viel hatten wir gar nicht mehr. Ich glaube, hätten wir das 5er-Pack, hätten wir 0 gehabt. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser. Ja, ja. Das ist eine unsichtbare, sichtbare Mauer. Das sieht doch angreifbar aus. Guck mal da oben, das Ding ist da. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Ja. Sollen wir? Wie, jetzt schon? Was sind die Geräusche, die aber immer... Das ist ja nicht mehr schön. So, sind oben. Müssen jetzt nur auf die Bogenschützen achten. Obwohl, nee, Moment, die hier ist noch abgesperrt. Was hältst du davon? Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Andiamo. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Oh, sag bloß, oder? Nee, nee. Oder etwa doch? Ja, Leute, ich glaube, das war eine Anspielung darauf. Als mit Leonardo... mit der Kutsche geflohen sind, dieser coolen Sequenz. Die ich übrigens immer auch sehr cool finde. Da hat er eine Erfindung im Gepäck, die relativ interessant war. Beziehungsweise fragwürdig auch. Mal gucken, wie er weiter damit gekommen ist. Ich glaube, ein Weg übers Dach wäre schneller gewesen, aber egal. Ah, verdammt, wie kommen wir denn schnell zu Leonardo? Einfach mal ins Wasser gehüpft. Oh, mein Gamepad vibriert immer so richtig scheiße, wenn man ins Wasser geht. Ich finde, das ist schon ein schöner Effekt, aber das hätte man... Erstens hätte man es öfters machen können, wenn man zum Beispiel von hohen Türmen oder so fällt, für Fallschaden kriegt. Und zweitens ist es schon ziemlich nervig. Hat der Typ gerade, der Bade, den ich da umgeschubst habe, gesagt, sing ich etwa so schlecht? Ja, tust du! Tut ihr alle! Hör auf mich zu nerven! Mann, die sind wirklich ziemlich nervig. Wir haben den Victor gut gemacht. Mist. Scheiße. Egal, wir müssen sowieso hier lang.
Oh, kein Fallschaden bekommen. Super. Wahrscheinlich ist dafür unsere Rüstung ziemlich kaputt. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Sein Gesichtsausdruck dabei. Natürlich machen wir das. Leonardos Flugmaschine testen. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Das Holz ist doch viel zu schwer. Ach, du Kacke. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Kann ich irgendwas machen? Diavolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Templer. Ups, nein, ich hab Scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Das hat uns geklappt, gegalten. Ezio, geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein Pezzo di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Versuch's mal mit Crack. Heurika, natürlich. Genial. Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? What? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Okay, super. Um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer anzünden können, die Flugmaschine Auftrieb verleihen. Die der Flugmaschine Auftrieb verleihen, Entschuldigung. Okay, Leute, wir müssen jetzt sofort umbringen, damit wir im nächsten Part, na, ich meine, ich glaube nicht, dass wir es in dem Part noch schaffen, auf jeden Fall losflattern können. Ich finde es Leonardo jetzt mal ein bisschen mit Crack versuchen sollen, aber ich glaube, das gab es zu der Zeit noch nicht. Nein, das gab es zu der Zeit einfach noch nicht. Oh, es wird langsam dunkel, wie man sieht. Also, war klar, aber... Ich finde, da sieht man sehr schön, wie es dunkler wird. Huch, was liegt denn hier? Geht runter zum restlichen Pöbel, ja super. Gebiete säubern. Was? Da wollte ich auch gar nicht hin, Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte über das Boot rüber. Und ich gehe nur zurück, wenn ich auch da einen Prompt bestätige, also irgendeinen Pop-up. Dass ich mit den Typen rede. Das Gebiet Nummer 1. Wir können das ganze Schiff anfackeln. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ach, kletter doch hoch. Das ist lächerlich. Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde abgeben. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Was kümmert es dich? Also, was ist denn euch gefahren? Nicht bewachen wir nach Bezirk. Was zum Teufel bewachen wir überhaupt? Meine Lieferung aus China. Und ein buntes Pulver. Ich sehe nämlich nach einer Gelegenheit, meine Waffe auszuprobieren. Verstanden? Wie viele hast du heute getötet? Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Ich bin ganz harmlos.
Hier können wir sogar mal einen Double Kill abholen. Sorry, ja. Ups, ich bin hier. Was? Warum bin ich denn hier? Aua! Die schubst mich einfach rum. Das ist ja unfair. Ja, mir egal. So, die habe ich mal gesäubert. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesäubert auf seine Gebiet, aber es ist schon okay. Ich will jetzt einfach von Gebiet zu Gebiet rennen und immer so coole Combo-Superkills machen. Oh, verdammt, wo ist das eine Gebiet? Hä? Verdammt, ich dachte, ich könnte einen Attentat machen. Was machst denn du? Schneller! Ich sehe ihn nicht mehr! Ekolov, packt ihn! Na gut, benutzen wir die Kanone, beziehungsweise das Schwert. Läufst du zu deiner Bamba? Erinnert ihr euch an die Russen? Versuchen wir das! Hat er jetzt schon? Geduld! Kommt in seinen toten Winkel! Scheiße, die ach du Kacke, ist klar. Das sind mir ein bisschen zu viele. Ich habe leider keine Rauchbombe, beziehungsweise noch eine. Aua. Was können wir denn machen, um die mal ein bisschen aufzulockern? Ich habe einen Plan. Ja, aber nicht mehr lange. Und der wird jetzt nicht so stylisch, aber okay. Geh runter, geh runter, geh runter! Nicht so weit runter! Oh, Ezio. Bin so blöd. Ich mach den Part natürlich länger. Bis sie die Scheiße hier aus den Leuten rausgeprügelt haben. Können wir uns abholen von hinten? So, Moment mal. Die holen wir uns ab. Hallo? Was? Das hat nicht funktioniert. Ich hasse diese Leute. Die fetten Krieger sind voll scheiße. Mach mal eine andere Taktik. Aua! Hör auf, pass auf, Mann, Gott, das kann wehtun. Was machen wir denn jetzt am besten? Was war das denn für ein Move? Wen hat die eine Frau da bitte angefeuert? Mich oder den anderen? Da hinten wäre wieder ein Zettel. Au! Dieses Geräusch allein schon. Tschüss. Ich bin anonym. Ihr kennt mich nicht, ihr kennt mich nicht. Ich bin anonym, ich bin anonym, ich bin anonym. Scheiße, ich glaube, so funktioniert das nicht. Mist. Okay, machen wir einen längeren Part, Leute. Ich will das auf jeden Fall jetzt noch erledigen. Ich will im nächsten Part nämlich mit dem Flug starten. Hey, da ist eine Feder. Entfernung zum Ziel verringern. Das Betreten der Dächer ist verboten. Entschuldigung. Kümmern wir uns um das Schiff da vorne. Hä? Wieso? Ziel verloren. Hä? Ich hatte doch Gebiete als Ziel, Drecksgame. Aha. Ich hatte doch gar kein Ziel. Okay, machen wir es stylisch, ja. Im nächsten Bad. Wenn ich ein Shit doch so. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.